Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Saarbrücken Karriere. Und ja, heute beginnen wir mit dem Spiel gegen den FC Bayern München. Die sind zwar nur 12. in der Tabelle, aber die sollten wir nicht unterschätzen. Die haben schon eine starke Mannschaft. Leroy Sané ist noch da, Müller ist noch da. Der sollte jetzt auch noch nicht so viel verloren haben an Gesamtstärke. Dann haben wir auch noch Kane haben die noch, den sie geholt haben im Sturm. Dann im Mittelfeld Herrera und Henderson und auch Gaia als Linksverteidiger. Nianzou ist immer noch bei denen im Team in der Innenverteidigung. Also so schlecht ist das Team nicht. Und ja, das wird hier kein einfaches Spiel, auch wenn wir laut Tabelle der Favorit sein sollten mit Platz 7 gegen Platz 12. Aber ja, das wird nicht einfach gegen die Punkte zu holen. Jetzt kommen hier die Bayern nach vorne. Aufpassen. Aber dann, da holen wir uns den Ball da leider nicht. Der Ball jetzt nochmal raus auf den Flügel. Jetzt spielen sie sich hier vorm Strafraum zu. Jetzt kommt der Ball auf den Stürmer. Aber dann haben wir ihn. Oh, und dann, wieso geht der da nicht zum Ball und haut den Ball einfach weg? Oh, und dann können wir das jetzt zum Glück verteidigen. Ich dachte da schon gerade schon fast, dass es da vielleicht Elfmeter gibt. Aber war dann doch alles fair. Und jetzt hier der Angriff vielleicht für uns. Der lange Ball auf Stein, da ist Ab schön frei in der Mitte. Oh, und dann wird der Ball nochmal von einem Verteidiger scharf gemacht. Aber der geht dann doch gut am Tor vorbei zum Eckball. Jetzt kommt die Ecke hier rein. Aber da kommt dann der Keeper. Aber gibt hier nochmal eine Ecke. Oh, Ball kommt rein. Oh, und dann kommen wir dann nicht schnell genug an den freien Ball ran. Und jetzt gibt das hier eine rote Karte, oder? Ja, das gibt dir gleich mal für Kane eine rote Karte nach 23 Minuten. Boah, das haben wir ja schon öfters gehabt in dieser Karriere, dass er einfach mal ein Stürmer kommt und einfach im Mittelfeld wird umgrätscht. Und ja, damit sind wir jetzt hier die nächsten knapp, was sind das jetzt noch, 67 Minuten in Überzahl. Also das ist auf jeden Fall kein Nachteil für uns. So, jetzt mal schauen, vielleicht können wir den Freistoß hier gleich nutzen. Nee, aber die stehen da wirklich gut rum. Oh, und jetzt hier vielleicht die Chance. Ah, nee, Nübel kann das parieren. Gibt aber immerhin Ecke. Ball kommt rein auf Ab. Der kommt auch wieder nicht ran. Gibt wieder eine Ecke. Schwarz, diesmal auf Cordero. Der kommt ran, aber Nübel dann mit der Fußabwehr. Und dann den Ball bringen wir nicht in die Mitte. So, gibt jetzt eine Ecke für die Bayern. Kurz ausgeführt auf Gaia. Der Ball kommt dann in die Mitte, aber dann können wir das irgendwie verteidigen. Und dann holen wir uns dann leider nicht den Ball, aber dann holen wir uns den Fehlpass und spielen dann selbst einen Fehlpass. Aber jetzt holen wir uns wieder den Ball und jetzt hier vielleicht den schnellen Konter ziehen. Da ist unten Teguia. Das war sehr schön. Teguia sieht da in der Mitte ab, aber dann ist das Bein vom Verteidiger dazwischen. Oh, wenn der Pass durchkommt, dann ist es vielleicht das 1-0, weil da war Ab schon echt gut frei in der Mitte. So, gib jetzt kurz vor der Pause wieder einen Eckball für die Bayern. Dieses Mal nicht kurz ausgeführt. Der Ball kommt jetzt in die Mitte. Aufpassen. Oh, und dann können wir das zum Glück klären. Und jetzt hier vielleicht wieder der Konter mit Teguia. Da kommt die Verteidiger nicht hinterher. Ja, aber dann ist dann da doch ein Verteidiger schneller als Teguia. Und jetzt ist Pause. Ja, dann gehen wir mit dem 0:0 in die Pause. Sind auch ein Mann mehr. Ja, Kane, sieht man hier, der ist vom Platz geflogen. Und ja, mit einem 0:0 wäre ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Also damit könnte ich leben. Und ja, also mit einem Punkt generell könnte ich leben. Aber ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir doch mal die Chance, hier noch ein Tor zu machen. Aber nicht, wenn wir so dumm den Ball im Mittelfeld verlieren. So, jetzt hier die Chance für Stein. Der sieht ab in der Mitte, der kommt nicht ran. Aber dann ist da ein anderer, aber der kommt dann da leider nicht zum Schuss. Oh Mann, Mann, Mann. Wir spielen die Chancen bis jetzt noch nicht wirklich gut aus, die wenigen, die was wir bekommen. Das müssen wir wirklich besser machen. Wir kommen da nie wirklich gut zum Abschluss. Und jetzt Sané mit dem 1:0. Oh, da kommt der Ball nach vorne und dann schießt Sané den rein zum 1:0. Da löst er sich schön und dann kommt Cordero nicht hinterher und dann macht Sané das 1:0. Damit die Bayern jetzt hier vorne. So, jetzt hier vielleicht die Chance für uns nochmal rübergelegt. Auf Teguia, das ist gut und das ist das 1:1. Boah, das war richtig stark herausgespielt. So stelle ich mir das vor beim Herausspielen der Chancen. Und dann macht hier Teguia das 1:1.
Boah, richtig stark. Hier erst der Ball auf Schwarz, dann zu Ab, dann nochmal rüber. Da war der Verteidiger schon aus dem Spiel genommen. Da war Tiguia vollkommen frei und dann, ja, macht er ihn rein. Nübel kommt nicht schnell genug runter und Tiguia jetzt hier mit dem Aus. So, jetzt hier die nächste Chance für uns. Dieses Mal mit Armut. Der macht nicht das Tor. Ey, was ist denn mit dem? In dieser Saison irgendwie immer, wenn er im 1 gegen 1 ist, vergibt er so oft und zielt einfach zu hoch. Da hat wieder nicht viel gefehlt, aber ah, es ist halt einfach drüber. Das ist so ärgerlich, wenn der Ball da ja, aufs Tor kommt, dann kommt der Keeper da vermutlich nicht mehr ran und es steht hier 2-1. So, jetzt hier vielleicht die nächste Chance. Für uns. Ball raus auf Stein, das war doch kein Abseits. Da dachte ich eigentlich, das wäre noch gut gewesen. Das war eigentlich kein Abseits. Aber dann erstreckt er dann. Ah, oh, dann ist ja der Fuß ein bisschen weit vorne. Aber das Abseits ist auch nicht richtig gemessen, glaube ich. Ich glaube, der Fuß von Nian Su, da muss man, glaube ich, schon die Fußspitze eigentlich nehmen. Aber ja, sei es drum, es war dann halt Abseits. Und jetzt ist das Spiel aus. Ja, damit geht das hier 1 zu 1 aus. Wir holen genau den Punkt, von dem ich gesagt hätte, das wäre schön, wenn wir den holen könnten. Also, oder mit dem ich zufrieden wäre. Und ja, 1-1 gegen die Bayern. Wie gesagt, wir dürfen uns nicht davon täuschen lassen, dass die nur Zwölfter sind. Die sind viel besser in der Realität. Wir waren ein relativ ausgeglichenes Spiel. Die hatten zwar zwei Schüsse mehr, aber dann genauso viele erwartete Tore wie wir. Also, das Unentschieden geht schon klar. Und Arp hätte eigentlich sogar das 2-1 machen können, aber auch Bayern hätte Chancen gehabt hier zum 2 zu 1. Deswegen, ja, ein Sieg, ein Unentschieden geht schon ganz klar. So, jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen unseren Mitaufsteiger, gegen die Schalker. Das Spiel werden wir simulieren. Ja, letzte Saison hätten wir gegen Schalke auf jeden Fall noch selbst gespielt. Jetzt werden wir das simulieren. Und es wird ein lockerer 2 zu 0 Sieg. Stein mit einem Doppelpack. So, und jetzt sind wir auch schon angekommen beim zweiten selbstgespielten Spiel in dieser Folge. Es geht gegen Zwickau. Und ja, da werden wir mit der B11 spielen. Die dürfen sich heute mal zeigen. Und ja, Zwickau und Drittligist, wenn man sich schon mal die Gesamtstärken dieser Mannschaft anschaut, da sieht man schon, also die sollten eigentlich kein Problem damit haben. Also viele mit über einer 70, Kerber und Lang sogar mit 75 und 77. Also das sollten wir eigentlich auch mit der B11 locker gegen Zwickau schaffen. Und ja, mal schauen, wie das hier läuft. Rein ins Spiel. So, und da sind wir auch schon in Zwickau zum DFB-Pokalspiel. Ja, ich glaube, das ist eines der ersten Male, glaube ich, in dieser Karriere, dass ich den DFB-Pokal-Trailer reinschneiden muss und nicht den Bundesliga- oder Zweitliga-Trailer vor dem zweiten selbstgespielten Spiel. Normalerweise beginnen wir ja sonst immer mit dem DFB-Pokalspiel. Und ja, jetzt rein hier ins Spiel. Mal schauen, wie sich die B11 schlägt. Aber ja, also alles andere als ein Sieg wäre schon enttäuschend. Okay, aber jetzt mit dem Ball hier auf Gasch. Und das weiß ich, der ist schnell. Ich kenne die meisten Spieler nicht so gut aus der B11, aber ich weiß, dass Gasch schnell ist. Der legt ab und dann ist es nicht das Tor. Und dann kriegt den Abpraller da keiner unserer Spieler. Aber wir bleiben hier am Ball. Sommer probiert es jetzt einfach mal. Dann kann der Keeper das parieren. Jetzt die Ecke getreten auf Gasch, der kommt ran und Gasch mit dem 1 zu 0 für Saarbrücken nach 7,5 Minuten nach der Ecke macht dann der Backup-Stürmer hier das 1 zu 0. Was ein Kopfball, das war richtig stark. Der Verteidiger lag nach dem Kopfballduell am Boden. So, hier sieht man es, springt da hoch. Ja, der Keeper kommt, der Verteidiger kommt da auch nicht zum Kopfball. Der Keeper kommt auch nicht ran, ist da an Gasch dran, aber der lässt sich dann nicht beirren und köpft ihn dann rein zum 1 zu 0. Ja, selbst auch der Verteidiger auf der Linie kann nichts mehr machen. Und ja, damit sind wir jetzt hier 1-0 vorne. Und jetzt Zwickau hier mit dem Ausgleich. Da dachte ich eigentlich, wir könnten den Ball locker klären, wenn der Ball da in die Mitte kommt, aber wir kommen nicht ran. Und Baumann gleicht dann jetzt hier aus für Zwickau. Da dachte ich da, dass wir den Ball schon erstmal klären können und dann auch den Ball in die Mitte, aber dann ja, war da keiner und dann ist er auch genau an, ich weiß nicht, Lang müsste das glaube ich sein, der was da in der Mitte steht, da genau an dem zwischen Arm und Körper geht der Ball durch. Och Mann, ey, da spring doch irgendwie mit dem Körper rein, dass du den klären kannst. So, das ist echt bitter und ja, damit steht es jetzt hier 1 zu 1. Und jetzt kommt hier Zwickau nach vorne.
Aufpassen und dann, oh, dann machen die hier fast das 2 zu 1. Aber zum Glück ist unser Keeper noch da. Aber jetzt mal schauen, vielleicht können wir jetzt hier den Konter ziehen. Durch auf Gasch. Ja, schön. Der kommt da schön an den Verteidigern vorbei. Gasch und der macht das 2 zu 1. Boah, richtig, richtig stark. Gasch mit seinem Doppelpack zum 2 zu 1. Boah, schön gemacht. Wie er da am Verteidiger vorbeigeht und dann ja ins lange Eck. Keine Chance für den Keeper. Und ja, dann sind wir jetzt hier in der knapp 40. Minute wieder vorne. Und jetzt ist Pause. Ja, damit gehen wir hier mit dem 2 zu 1 oder 1 zu 2, wie auch immer das sehen will, ist ja gerade der Spielstand. Gehen wir hier in die Pause. Jetzt dachte ich gerade schon, Schalke führt gegen Dortmund. Aber nee, das ist nur Dortmund 2. Also sie führen gegen Dortmund, aber gegen die zweite Mannschaft. Und ja, jetzt geht es hier rein in Durchgang 2 und ja, mal schauen, ob wir hier den Vorsprung halten können, aber hoffentlich können wir zumindest noch das ein oder andere Tor nachlegen. So, jetzt hier die nächste Chance, wieder für Gasche und wieder macht er das Tor. 3 zu 1, Dreierpack von Gasche. Also man muss schon sagen, der ist echt nicht schlecht, hat ja auch, glaube ich, schon irgendwas im 70er-Bereich an Gesamtstärke und ist auch verdammt schnell. Also so gegen kleinere Teams ist der auf jeden Fall richtig, richtig stark, der Typ ja setzt sich da schön durch und dann er aufs kurze Eck, Keeper kommt nicht ran. 3 zu 1, also ja, ich glaube mal, das sollten wir uns hier heute hoffentlich nicht mehr nehmen lassen. Also das, ja, sollten wir jetzt locker irgendwie über die Zeit retten können. So, jetzt hier die nächste Chance vielleicht für uns. Pass auf, Greilinger, der in die Mitte, aber dann war das schon sehr optimistisch. Aber da kommt Sommer nochmal, aber der Ball wird dann auch geblockt. Und ja, jetzt ist eigentlich das Spiel auch schon vorbei. Ja, jetzt fällt der Schiri auch schon ab. Ja, damit gewinnen wir locker 3 zu 1 durch den Hattrick von Nico Gasch. Der hatte aber nur drei Torschüsse. Immer wenn er aufs Tor geschossen hat, dann ging der Ball auch rein. Und ja, damit gewinnen wir hier 3-1 gegen Zwickau, auch verdient. Und ja, stehen damit jetzt in der dritten Runde vom DFB-Pokal. So, jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Bremen. Die sind auf dem 16. Platz gerade im Moment. Und ja, das sollte eigentlich auch ein Sieg werden für uns. Und es wird ein lockerer 4 zu 0 Sieg. Arp mit einem Doppelpack hätte beinahe einen Hattrick gemacht, hat einen Elfmeter verschossen. Schwarz und auch noch Cedric Teguia mit den Toren. Also jetzt wird es mir langsam wirklich unheimlich, wie gut es läuft. Also das läuft wirklich richtig, richtig stark. Und wir sind im Moment sogar Dritter. Wir sind Dritter im Moment, 3 Punkte hinter dem Tabellenführer aus Leverkusen. Und ja, es haben alle 10 Spiele. Also das ist vermutlich ja auch die Tabelle, wie sie nach dem Spieltag ist. Und mittlerweile haben wir einen weiteren deutschen Nationalspieler. Jan-Fiete Arp wurde für Deutschland nominiert. Also man kann sagen, was man will, aber bei uns hat er seine Karriere wirklich auf Schwung gebracht, also wieder auf Vordermann gebracht und in Schwung gebracht. Ja, wir haben Jan-Fiete Arp zum deutschen Nationalspieler gemacht. Also eigentlich haben wir jetzt in dieser Karriere schon alles erreicht, was man erreichen kann. So, und jetzt im letzten Spiel der Folge geht es gegen Eintracht Frankfurt, den Europa League-Sieger, also nicht hier in FIFA, aber in der Realität halt. Und ja, da haben wir immer noch mit Lindström einen von, der von Beginn an dabei ist. Jeremy Pinot haben die geholt. Ah ja, Trapp haben sie auch noch, sehe ich gerade. Soloi, vermutlich den von Fenerbahce. Bailey haben sie geholt. Also ist schon eine starke Mannschaft. Und es wird ein 2 zu 2. Ja, die sind auch weit oben. Ich glaube, die sind knapp hinter uns in der Tabelle. So Fünfter, Sechster, sowas. Also ein Punkt geht schon klar. Wir waren die schlechtere Mannschaft. Also für uns ist der Punkt sogar glücklich. So, und jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Borussia Dortmund. Das ist auch jetzt schon das Ende der Folge. Gegen Dortmund geht es dann in der nächsten Folge. Und es gibt dann auch das Pokalspiel gegen Stuttgart in der nächsten Folge. Und dann muss ich mal schauen. Also ich denke, dass wir den Dezember schon komplett abschließen werden. Ich weiß gar nicht, wie weit wir dann noch weiterspielen werden in der nächsten Folge. Aber ja, wir werden auf jeden Fall ja, den Dezember auch schon abschließen. Also gegen Leipzig, Freiburg, Mainz und Köln werden wir auf jeden Fall spielen. Und ja, wir können dann mal auf die Tabelle schauen. Wir sind im Moment einfach Vierter nach 11 Spieltagen. Das ist jetzt knapp ein Drittel der Saison. Wir haben erst ein Spiel verloren, sind 4 Punkte hinter dem Meister, also hinter dem Tabellenführer aus Leipzig. So rum nicht Meister, das sind sie noch nicht ganz. Und ja, Dortmund im Moment Achter, aber haben jetzt auch keine so schlechte Saison, sind einen Punkt hinter uns. Also das ist halt alles mega eng da. Auch die Bayern jetzt nicht so weit weg von uns. Die erste große Lücke ist ja schon zwischen 12 und 13. Dann da ist dann so,
ja, die große Lücke in der Tabelle, da sind die Teams und ja, dann werden wir dann in der nächsten Folge dann schauen, die Hinrunde dann abschließen und schauen, ob wir ja da oben dran bleiben können. Das ist ja halt wirklich zu wild. Also ich habe ja schon gesagt, so vielleicht können wir ins internationale Geschäft kommen, aber dass wir jetzt hier schon auf Kurs Champions League sind und wirklich Chancen haben, hier um die Champions League mitzuspielen, zumindest nach dem Drittel der Saison, ist wirklich, wirklich wild. Und ja, ob wir das dann halten können, diese gute Platzierung, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.